Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Hate Bunny TV. Ja, wie ihr dem Videotitel schon entnehmen konntet, wird es ein neues Format auf meinem Kanal geben. Und bei diesem Format seid ihr nicht ganz unbeteiligt. Und zwar, es handelt sich um das Spielen von Retro-Games, von alten Games. Ja, ich sage jetzt mal nicht direkt Retro, weil Retro würde ja auch so Sachen wie Mario und so ganz, ganz alte Sachen beinhalten. Weiß ich nicht, ob ich das irgendwie mal vernünftig angeschlossen bekomme. In erster Linie geht es darum, ich möchte alte Spiele spielen. Ja, jetzt gut, jetzt sagt ihr wahrscheinlich, ja gut, Spiele spielen machst du eh schon auf deinem Kanal, ist nichts Neues, langweil uns bitte nicht, next please. Nun ja, ja, sicherlich könnte man das ganz normal machen, aber ich möchte das Ganze nicht normal. Ich möchte das Ganze ein bisschen anders gestalten. Und zwar von Folge zu Folge immer anders. Ich versuche es euch mal grob zu erklären. Also ich möchte am Anfang quasi... was heißt am Anfang? Ich möchte die Spiele, jede Folge, in einem anderen Charakter spielen. Was heißt das? Das heißt, ich versuche quasi jemanden zu parodieren oder eine Rolle zu spielen, ja, einen Charakterzug, den ich dann versuche übertrieben darzustellen, also zu parodieren. Und ihr könnt auswählen, wer, wie, wo, was, wann, keine Ahnung. Das ist jetzt vom Beschreiben her ein bisschen doof, deswegen, ich gebe euch einfach mal ein paar Beispiele, wie ich mir das so vorgestellt habe. Ich zeige euch jetzt mal so ein paar kleine Ausschnitte, wie in etwa das ablaufen könnte. Hi, ich bin's wieder, eure Lethargic Mom. Und, oh mein Gott, ein Hubschrauber. Ich habe mich so erschrocken gerade. Oh Mann. Also, ja, kann sie jetzt... Oh, sie hat zwei Pistolen. Sie kann schießen. Das ist ja cool. Sie kann schießen. Ja. Also, ach, ihr könnt euch nicht vorstellen, was heute schon wieder los war, ja? Meine kleine Tochter kam nach Hause und sagte, Mami, Mami, ich muss unbedingt mit dir... Hilfe! Ein Tiger! Nein, 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 nein! Oh! Oh. Er ist tot. Ja. Also, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was los war. Ja, meine Tochter kam nach Hause und sagt, Mami, Mami, wir haben heute in der Schule schminken gelernt. Und sie wollte mich dann auch schminken. Und dann habe ich gesagt, na gut, okay, kein Problem. Wo müssen wir denn hier eigentlich lang? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ja, deswegen dieser unfassbare Lippenstift, ja. Ich kann es immer noch nicht glauben. Und ich habe schon wieder keine Ahnung, was ich sagen soll. Scheiße. So. Was muss ich denn jetzt hier tun? Ich habe keine Ahnung. Hier hoch. Und da hoch. Ich weiß es doch nicht. Ich glaube mal da hinten. Ah ja. Hoch. Nicht, dass er säuft. Ja, also, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und beim nächsten Mal habe ich dann wieder einen richtigen Lippenstift drauf. Also, ich gebe mir Mühe. Hi! Ja, ich glaub das ja wohl nicht. Ja, jetzt fangen wir hier mal an, so richtig Tomb. Ja, quatsche doch nicht. Letztes Jahr habe ich diesen Trainingsparcours gebaut, um meine Fertigkeiten zu üben und neue zu erlernen. Ja, quatsche doch nicht rum jetzt hier. Ich glaub das ja wohl nicht. So, jetzt müssen wir hier erstmal rüberspringen oder was? Ja, nu, oh, unverkackt, ey. Direkt nochmal von vorn. Ich glaub das ja nicht, ich glaub das ja nicht. Ja, da tust du das hier so rummachen und wesig nicht rumdaddeln. So, jetzt tust du mal darüber springen hier oder was? Jetzt mache hinne. Also, ich glaub das ja wohl nicht. Jetzt hier. Na, jetzt reicht es aber. Ja. Es ist ja nicht zu fassen. Es ist ja nicht zu fassen, meine Güte. Jetzt muss man hier diesen komischen Parcours machen und dann kommt sie einfach nicht klar, die komische Lara. Dann kommt sie einfach nicht klar. Ja, sie soll einfach nur hier mal hochhüppen oder was. Oder wie oder was. Meine Güte. Nun mache hinne. Ich glaube es ja wohl nicht. Jut, hupp, hüpp, hüpp. Och, das kann ja wohl nicht. Mit Seitwärtssprüngen. Drücke die Sprungtaste und gleichzeitig die Bewegungstaste nach rechts oder links.
Ich ja, kann auch rückwärts springen. Wenn ich das mal so einfach könnte, wa? Ich kann das aber nicht, Mann. Ich kann das einfach nicht. Also los jetzt direkt nochmal von Anfang. Und du komm da nicht so. Hier steh nicht so im Wege rum, mein Gott. Hallo, ja, kommen Sie doch rein. Mhm, okay. Willkommen zurück. Nach der aufreibenden Angelegenheit letztes Jahr habe ich diesen Trainingsparcours gebaut, um meine Fertigkeiten zu üben und neue zu erlernen. Ja, ich muss Ihnen da aber leider sagen, also wenn Sie letztes Jahr ein sehr aufreibendes Abenteuer hatten, ich finde, dann sollten Sie unbedingt... Du kannst auch den Rest des Hauses und den Garten anschauen. Und Sie sollten mir nicht ständig ins Wort fallen, ja? Also das geht gar nicht, okay? Ich würde sagen, wenn Sie ein Problem hatten, dann hätten Sie gleich von Anfang an zu mir kommen sollen. Und Sie, guter Mann, ja, Sie sollten auch mal dringend mit Ihren komischen, wie drücke ich es aus? Mit Ihren Blähungen mal zum Arzt gehen. Das geht gar nicht, ja? Also unfassbar. Nun denn, wir müssen wohl hier rüberspringen, sehe ich das richtig? Und da oben läuft ein Countdown. Ach, Sie können sich gar nicht vorstellen, was hier alles passiert ist. Mein Gott, da kam doch wirklich bei der letzten... Also was ist denn das für eine Kabellage hier überall? Also das braucht doch kein Mensch. Ja, Sie können sich nicht vorstellen, was passiert ist. Oh mein Gott, ja, also... Um den Sprung zu schaffen, muss ich so weit wie möglich zurückgehen und dann mit Anlauf springen. Du kannst mich auch zur Kante gehen lassen, vorwärts springen und die Handlungstaste drücken, damit ich die gegenüberliegende Kante ergreifen kann. Nein, jetzt nicht mehr. Ja, also da kam doch tatsächlich ein Kind und hat mir mit einer Papierschere den Pony abgeschnitten. Das sieht doch katastrophal aus. Wie kann man denn so auf die Straße gehen? Gar nicht kann man so auf die Straße gehen, ja. Und ich finde, wir sollten mal hier hochkrabbeln. Oh, das kann sie wohl nicht. Ja. Du kannst dir gerne auch den Rest des Hauses und den Garten anschauen. War es das jetzt schon? Bin ich jetzt schon fertig? Nein, natürlich nicht. was wollte ich sagen? Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, kann sie rennen? Kann sie irgendwas? Ja, kann sie nicht? Nein. Ich finde, sie sollte ganz dringend mal zu einer Therapeutin gehen. Welches Glück, ich bin ja eine. Ich finde, diese Brutalität in diesem Spiel, beziehungsweise nein, oh mein Gott, diese Brutalität, mit der sie hier an den Tag geht. Ja, sie hat zwei Schusswaffen, aber jetzt gerade nicht einstecken. Und ich weiß auch nicht. Und ich habe keine Ahnung, was ich labern soll, verdammt nochmal. Also diese Einrichtung, ja, die ist absolut überhaupt nicht schön, ja. Ich finde ja, Sie sollten mit Ihrem Geschmack, den Sie hier an den Tag legen, ganz dringend mal zu einer Therapeutin, ja. Das ist, schauen Sie sich doch nur mal diese Farben an, ja, dieses Braun überall mit diesem Blau da unten. Das sticht ins Auge, ja, das sticht doch wirklich ins Auge. Wie kann man denn nur so rumlaufen? Wieso denn rumlaufen? Ich rede doch von der Innenausrichtung. Ach, sehen Sie, ich bin so durcheinander. Dieses Attentat mit der Papierschere, das lässt mir einfach keine Ruhe. Ja, Und sehen Sie doch nur hier, ja, diese unfassbar hässlichen Teppiche. Wie kann man denn nur sowas hier hinlegen, ja? Und dann stehen hier mitten im Raum einfach zwei Musikboxen. Wo ist denn die Anlage dazu, ja? Hier hinten, ja? Wie kann man denn so weit... Also auch diese Bilder hier an der Wand, das geht gar nicht, sage ich Ihnen. Das geht absolut nicht, ja? Also ich weiß ja auch nicht. Ich finde ja, man sollte... Ja, was sollte man denn? Sich den Nächsten angucken. Yo, Leute, was geht? Mein Gott, wie geil. Wir spielen Tomb Raider. Alles klar bei euch. Yo, peace. Aber das hier mit meinen komischen Kopfhörern, ja, das ist total kacke. Meine Güte, ich muss erstmal eine rauchen. Jo, geht's euch gut, Leute, oder was?
Ja, ich würde mal sagen, wir starten mal das Spiel, oder was? Ja. So, ich höre natürlich gar nichts gerade. Jo, peace. Alles klar bei euch. Hi. Ich bin der. Wer bin ich denn? Ich weiß gar nicht, wer ich bin. Alles klar bei euch, ja. Seid ihr auch alle in dieser kleinen magischen Welt von Tomb Raider? Ah. Videospiele aufnehmen? Wer braucht denn so einen Scheiß? Also ernsthaft, wie kann man denn nur so einen Rotz hier machen, Tomb Raider? Ich hab gar keinen Bock auf so eine Scheiße, Mann. Was soll denn der ganze Kack? Da muss man hier irgend so ein hässliches Spiel spielen, ja? Muss ich hier hochkrabbeln und ne? Und dann, siehst du, dann passiert nämlich genau sowas. Was soll der ganze Scheiß? Braucht kein Mensch. Spiele spielen und kommentieren. Macht mal was Sinnvolles. Ja, geht noch mal raus in den Wald und raucht euch mal eine Zigarette. Ja, oder trinkt mal ein vernünftiges Bierchen. Ah, das macht Spaß. Das ist geil, Mann. Nicht so Spiele spielen hier. So eine Scheiße. Da hättest du ja nur zwei Waffen. Puh, 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 puh. Was soll der ganze Scheiß, Mann? Diese ganze Kacke hier. Alles Scheiße. Wer will denn sowas? Niemand will sowas. Können Sie hier. Oh ja, fall doch in den Tod, du blöde Kuh. Mein Gott, Alter. Wirklich. Ja, jetzt hier hoch wahrscheinlich. Guckt euch diese Kacke an, ja? Diese Rotze. Will doch keine Sau, Mann. Wow. Wow, sie hat's hingekriegt. Da trinke ich lieber ein Bier. Und wenn einer auf die Idee kommt zu sagen. Mann, jetzt mach doch! Mach den Scheißhebel hier! Wenn einer auf die Idee kommt zu sagen, ich hätte ein Alkoholproblem, ja? Dann zauber ich ihn weg. Ich. Als Wizard. Ihr guckt euch so einen Scheiß an? Was läuft denn bei euch falsch? Egal. Boah, hier, nimm das, du Penner! Stirb! Oh, ist das eine Mechanik. Und jetzt haben wir hier auch noch einen Bug. Jetzt ist der komische, hässliche Vogel hier auch noch in der Luft. Was soll das? Wer braucht das? Niemand braucht das. Hier, du gleich hinterher. Stirb! Jetzt liegen sie beide in der Luft. Ist ja grandios. In diesem Sinne. Heil Satan. So, jetzt habt ihr gesehen. Das in etwa stelle ich mir vor. Das Ganze wird so ablaufen, dass ich die erste Folge vorgebe und die erste Folge in einem von mir selbst ausgesuchten Charakter spiele und ihr dann die Aufgabe habt, unter dem Hashtag Dusty, ja, Dusty, denn das Format heißt ja Dusty Ragbag bei Retro Bunny,
Ihr könnt das Ganze unter dem Hashtag Dusty quasi euch aussuchen, wen ich darstellen soll. Ja, ob es nun der Wizard sein soll, ob es ein Max sein soll oder auch eine Maggie, ja, könnte ich mal versuchen. Oder halt einen Charakterzug oder eine gewisse Stimmung, die ich rüberbringen soll. Also ich will halt einfach selber das mal versuchen und mir selber quasi ein bisschen mich selber trainieren, ja. Und ich glaube, das wird eine ganz coole Sache. Ich glaube, das wird eine ganz coole Geschichte mit euch zusammen. Also, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Ich spiele alte Games. Ihr dürft mir auch gerne Spiele vorschlagen. Ja? Also wenn ich die Möglichkeit habe, mir die Spiele runterzuladen und das irgendwie hinzukriegen, dann macht es ruhig. Ja? Also ich habe es mit dem allerersten Tomb Raider-Teil versucht. Ich kriege ihn auch aufzunehmen nach ewigem Hin und Her. Aber ich kriege den Ton leider nicht importiert. Ich weiß nicht, wie ich das mit dem Ton machen soll. Deswegen machen wir das jetzt mit dem Tomb Raider 2. Ja? Das wird bestimmt die Cheeky Monkey ganz besonders freuen, denn die findet ja den zweiten total cool. Also, nochmal kurz zusammengefasst, ich spiele alte Spiele, ja, und ihr könnt euch aussuchen, wen ich, ja, darstellen soll. Ihr könnt euch einen YouTube-Kanal aussuchen, ja, ihr könnt euch eine ganz bestimmte Person raussuchen. Ich versuche das dann zu machen. Das wird dann so ablaufen, ich sammle die ganzen Hashtags, also ich sammle die ganzen Vorschläge, die ihr mir so gebt, ja, mach das alles in einen Pott und vor jeder Folge ziehe ich dann einen raus und versuche, diesen dann zu parodieren, beziehungsweise darzustellen. Das liegt also in eurer Hand, wie die nächste Folge gestaltet wird, sodass jede Folge individuell ist und ihr euch darauf freuen könnt, na, wen mache ich denn als nächstes? Ich hoffe, dass dieses Format euch gefällt und ich hoffe, dass das mal ein bisschen Abwechslung in das stupide Spielen und Kommentieren von den Let's Plays sind. Ihr könnt mir auch Aufgaben stellen. Ja, also ihr könnt zum Beispiel auch sagen, du bist jetzt der Wizzy und sagst nicht einmal das Wort Scheiße. Oder du bist der Max und versuchst nicht einmal Icke zu sagen. Oder keine Ahnung, lasst euch was einfallen. Ihr könnt mir ganz abgefahrene Aufgaben stellen. Ich versuche das alles irgendwie zu ordnen, zu sortieren und versuche dann jede Folge individuell zu machen. Und ich hoffe, dass es euch gefällt. Ja. Und jetzt labere ich gar nicht mehr viel. Ich verabschiede mich bei euch, was die Regelmäßigkeit betrifft. Ich denke, es wird wahrscheinlich nur eine Folge pro Woche möglich sein, denke ich mal. Ich versuche es irgendwie zu regeln, ob es vielleicht ein bisschen mehr wird, aber ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, ihr macht alle mit und wir können ein cooles neues Projekt starten. Also in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge, euer